Hallo. Zack, zack. So, da ich mache es jetzt erstmal das einfach alles rein. Oh, den Widermon-Kopf noch so. Spawnpoint setzen. Pokémon-Items sicher. Jupp. Sind alles sicher. So, du musst mit den gegebenen Items über die Lava kommen. Nicht hindurch. Solltest du versagen, geh zurück und drücke den Knopf erneut, ohne den Pokécom zu berühren. Okay. Das hört sich ja jetzt interessant an. Die Aufgabe ist an sich richtig, richtig cool, ne? So. Pam. Und. Pass auf. Pam. Verdammt. Ich glaube, ich schaffe den Sprung nicht. Das ist 1, 2, 3, 4. Verdammt, so ein Vierersprung packe ich nicht. Das ist jetzt doof. Ja, warte mal. Ich mach's jetzt einfach so. 1, 2, 3. So. Pam. Okay. 1, 2, 3. So. Sind es drei? Ja. Wow. Wow. Okay. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Solange du willst bist. 1, 2, 3. Da. So. Pam. Okay. Dann 1. 2, 3. Da, oh, das war jetzt zwar nicht so, aber. Hey, die Klötze, die reichen auf. Die Blöcke meine ich natürlich. Die Blöcke, die reichen auf jeden Fall. So, das ist gut. Ups. Zack. 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 Und dann Pam. Okay, ich hab's geschafft. Juhu. So, Pokécom. Ja, okay. Packen wir das hier rein. So. Und holen das da wieder alles raus. So. Und, warte mal. Hier neue Rüstung gefällig. Ich nehme sie mal mit, aber brauchen tue ich sie jetzt noch nicht. So, bist du bereit für die letzte Legende? Ja, klar. Was steht da noch? Ja, claro. Her damit. Gibt es nicht noch andere Optionen? Gibt es doch einen Spawnpoint setzen oder so? Nein. Okay. Und jetzt? Warte mal. Ach so, ja klar. Der Enderdrache. Enderdragomon. Oh Gott. Da ist er da? Hi. Hallo. Alter, warum kann ich den nicht fangen? Toll. Jetzt habe ich keine Pokebälle mehr. Aua! Warum konnte ich den nicht einfangen? Toll! Ich habe keine Pokebälle mehr. Das ist scheiße. Bin ich ganz ehrlich? Pam. Pam. Wow. So. Ja, ich hätte irgendwie gerne noch diese, warte. Die Pokebälle. Warum hat es nicht funktioniert, den zu fangen? Was steht denn hier? Huh, was ist. Ach so. Ja, schön. Toll. Okay, Leute. Aufgrund der Grafikeinstellungen, dass es so dunkel war, habe ich das hier nicht gesehen. Deswegen bin ich direkt da rein. Und es war, denke ich mal, ein Fehler. Kann das sein? Jetzt kann ich den nämlich nicht mehr fangen. Ist das richtig? Oh, warte mal. Ich versuche mal was. Ja, gut, es hat doch noch funktioniert. Oh Mann, ey. Ich hätte mich jetzt so dermaßen geärgert, gell? Wenn es nicht mehr geklappt hätte. So, ich habe die Pokémons alle. So, das ist gut. Ein Knopf voller Überraschungen. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Okay, was ist das hier? Im Pokécenter. Wo sonst? Oh. Ja, gut.
Hier geht's weiter. Ich sehe mich mal um. Pokécom, okay, was ist hier? Ne, frisches Wasser. Was? Sparky joined the game, left the game. Was? LOL, wie hat er das gemacht? Extrem geil. So. Pokécom, Pokécom. Okay, gucken wir mal hier noch. Was gibt's hier? Pokémon Absorber. Immer nur ein Pokémon. Okay. Input. Hauen wir da das rein. Und jetzt? Was passiert jetzt? Sonst kommt es zu Systemfehlern. Achso, hier muss ich es aktivieren. Okay. Analysiert. Kraft, Widdermon, Owner Basti zockt. Oh, ist das geil gemacht. Erfahrung 10 Jahre, legendär. Ja, Kräfte werden absorbiert. Okay. Dann kommt jetzt der Ender Dragon Ball. So. Ach, okay. Dann macht es automatisch. Erfahrung über 1000 Jahre. Ist so schwer. Okay, okay, okay. Flug-Pokémon-Kräfte werden absorbiert. Und dann hauen wir hier noch den Creeper-Ball rein. So, 20k, Erfahrung keine, legendär nein. Kräfte werden absorbiert, okay. Effekt Clear Decks, zum Aktivieren klicken. Okay. Und jetzt? Ach so, Block platziert, hä? Keine Ahnung. Ah, Flug-Pokémon-Fähigkeiten. Das ist ja cool. Ich bin jetzt ein Flug-Pokémon. Feuer-Pokémon. Okay, jetzt habe ich da die Kräfte absorbiert. Ey, wie geil ist das denn? Und ein Kraft-Pokémon. So, machen wir das hier 1. Das, nee, halt. Das hier will ich auf 1. Das ist 2, 3 und 4. Okay. Und jetzt geht es hier weiter, ne? Ich glaube, das war die Aufgabe von allem. So, gehen wir hier rein. Craftet die Nodus-Klinge. Oh, verdammt, wie geht denn das Crafting-Rezept? Frisches Wasser. Ah, gut, das habe ich die... Ah, was? Halt. Basis-Klinge. Warte mal, wie funktioniert das jetzt? Was? Ich habe jetzt hier eine Basis-Klinge, okay. Warte mal, ich hau das jetzt so rein, zack. Frisches Wasser habe ich auch. Und das hier. Oh, oh, was passiert jetzt? Oh, oh. Ey, ist das geil gemacht, diese Adventure-Map. Ich schwöre. Was ist da jetzt passiert? Was habe ich jetzt gemacht? Warte mal. Bist du bereit? Es ist soweit. Willkommen in Beasties Reich. Ich habe die Klinge nicht bekommen. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe jetzt keine Nodus-Klinge. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also ich habe alles gemacht, wie es da stand. Und jetzt bin ich hier bei Beastie. So. Aha, du bist ja Basti Zock. Du hast es also bis hierher geschafft. Dann muss ich dich wohl selbst entsorgen. Schnell, besiege Beastie. Okay. So, was habe ich jetzt? Verbrennung. Warum habe ich die Nodus-Klinge nicht bekommen? Das ist ein bisschen doof. So, wie viel Leben hat denn der? So, wir kriegen das auch so hin. Warte. Woo! Wow, fuck. Alter! Der ist voll stark! Lol. Was ist da los? Ja, okay, ich muss mir da jetzt den Weg freiboxen, oder? Ja! Wow. Ja, klar, noch ein zweiter. Okay. Also ein, zwei kleine Bugs habe ich jetzt auf der Map entdeckt. Aber, ja. Lol. Okay. Spawnpoint habe ich. Ich komme immer wieder zurück. Aber ich aktiviere dadurch, dass immer wieder ein neuer Beastie kommt. Achtung. Oh. Ja, klar. Oh, Mann.
Oh Mann, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Schön. Alles schön und gut. Ich gehe jetzt in den Game Mode 1. Und das ist sonst nicht möglich. So. So, warte, ich gehe jetzt da durch. So. Da rennt nämlich noch einer rum. Geil! Warum rennen da so viele rum? Ey, da hat es die Map so geil gebaut. Aber leider gibt es diese Bugs, ja, die ich gerade nicht, ich sag mal, beschreiben kann. Ich werde jetzt mal kurz hingehen. Optionen, und zwar auf friedlich. Jetzt sind die nämlich weg. Jetzt gehe ich wieder Optionen auf normal. So. Und dann aktiviere ich das jetzt einfach nochmal. Habe ich einen String dabei. So, hier, zack. Einfach, damit ich jetzt nochmal den richtigen spawne. So. Zack. Gut. Ah, jetzt habe ich wieder zwei gespawnt. Was ist denn das? So, ich will einen. Ach so, warte. Es ist auf normal. Gut, jetzt können wir endlich kämpfen. Meine Güte, so. Was kann das hier? Haltbarkeit X, Haltbarkeit X, Haltbarkeit X. Ich versuch's jetzt einfach. Ich meine, wenn ich sterbe, werde ich höchstwahrscheinlich wieder einen aus Versehen spawnen. Und, das ist doof. So. Ich mach's jetzt so. Nein, ich komme wieder. Ich habe das jetzt so gemacht. Erstens, weil ich die weil ich die Notusklinge nicht bekommen habe. Zweitens, weil ich vorhin 3 Stück davon gespawnt habe. Aber naja, jetzt lesen wir erst hier fertig. Danke fürs Spielen. Hier kannst du die Map sprengen und sie dir anschauen. Können wir später machen. Abonniert doch meinen YouTube-Channel. Nee, ich abonniere den nicht. Aber ich verlinke ihn in der Beschreibung, logisch. Also, mit dem Texture Pack stimmt irgendwas nicht. Tut mir leid, ich weiß nicht was, aber ich habe es richtig installiert. Also, du kannst hier erkennen, dass ich es richtig installiert habe. Ich weiß, da steht nicht Poke Pack, weil du hast es nicht in eine ZIP-Datei gepackt. Ich habe das Ganze rausgelöscht aus einem anderen Ordner und habe es in einen anderen Ordner reingezogen. Vielleicht lag es daran, aber du hast dein Poke Pack nicht als ZIP-Datei mir geschickt, sondern in einem normalen Ordner. Deswegen musste ich da ein bisschen rumtricksen, weil das nicht angenommen wurde und so weiter und so fort. Deswegen sorry, aber naja, gut. Jetzt weiterhin zur Map. Warte mal, ich. Resource Pack, ich mach's jetzt einfach trotzdem mal raus. So, des Weiteren möchte ich einfach mal sagen, du hast dir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Hast du gut gemacht. Daumen hoch von mir. Allerdings habe ich zu. Ja, meckern, sage ich jetzt mal. Eigentlich, also, das dürfte dir nichts ausmachen. Aber die Grafikeinstellungen, ich hätte gerne gehabt, dass ich halt so spielen kann, damit es nach was aussieht. Ich meine, Helligkeit auf hell. Sieht schon mal viel besser aus. Okay. Chunk-Dings war alles in Ordnung und so weiter und so fort. Dann, was hier, das habe ich halt auch gerne so. Aber das ist alles kein Problem. Aber das habe ich kurz, ich sag mal, zu kritisieren, dass ich gerne auf hell gespielt hätte. Weil dadurch habe ich ja den einen Knopf übersehen und ja. Dann, was mich noch gestört hat, war, dass ich Pokebälle zu schnell verschwendet habe. Ich glaube, da waren dann einfach zu wenig da. Ich weiß nicht, du schreibst ja eh was dazu in die Kommentare. Ansonsten möchte ich sagen, das war ein richtig cooles System mit den Command-Blocken und so weiter und so fort. Das hast du richtig, richtig gut gemacht. Vom Technikaufwand richtig klasse, ich bin richtig happy. Texture Pack, das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe am Schluss gecheatet, weil ich aus Versehen, das war einfach ein bisschen blöd, muss ich sagen, von dir, dass ich zurückgesetzt wurde, also getötet wurde, okay. Und dann wurden wieder neue gespawnt, das war einfach ein bisschen doof. Dann die Notusklinge. Warum wurde die nicht gecraftet? Schreib's mir mal in die Kommentare. Ich habe ja das alles so in die Werkbank gepackt. Aber, also es kam ein Geräusch, dass es bestätigt wurde. Aber ich habe nirgendwo eine Klinge bekommen. Deswegen, naja.
Also, ich freue mich auf deinen Kommentar, Sparky. Schaut doch mal beim Sparky vorbei, schreibt ihm ein schönes Kommentar, gebt der Map einen Daumen nach oben, weil die war richtig toll. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.